in der blauen Ecke der Herausforderer, bislang unbezwungen in Deutschland. Seine Kampfbilanz 10 Siege, eine Niederlage. Repräsentiert die MMA Factory Paris. Meine Damen und Herren, der Herausforderer, Gianni the Punisher Bellio! Sein Gegner in der roten Ecke muss man bei GMC eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Seine beeindruckende Bilanz, 12 Siege, 4 Niederlagen. Mehrfach liefert er den Kampf des Abends und er ist the GMC Welterweight Champion of the World! He's Kenny Tayfuna! Red corner, blue corner, center of the cage. Championship bout, 5 rounds, 5 minutes. You both know the rules. Listen to my command. Protect yourself all times. Make it a good match. Shake hands. Step back to your corner. Also, den Handshake, den gibt's zwar noch, aber der Stare-Down, der war schon recht intensiv. Also, da wird Marco Brösen das Lächeln gleich vergehen hier, wenn er diesen zwei doch wirklich großen und sehr, sehr muskulösen Weltergewichten hier den Ring teilen muss. Und es kann gut sein, dass er gleich den einen großen muskulösen von dem anderen runterziehen muss, weil das hier nämlich schnell vorbei sein kann, auch wenn das hier auf 5 Runden angesetzt ist. Hier kann es mit einem Schlag zu Ende sein. Du hast es angesprochen, diese One-Punch-Knockout-Power, die ist auf beiden Seiten vorhanden. Und der Italiener probiert es auch direkt hier. Herr Engizek, vielleicht technisch der sauberere Boxer. Wirklich klassische Boxschule, gute Oberkörperbewegungen. Und Melio, der Puncher. Bisschen wilder, ja. Der mit dem Fund in der Rechten. Aber Aziz Karaoglu ist bekannt dafür auch, dass Stand-Up-Game wirklich auseinanderzunehmen technisch, und der hat seinen Zügling hier mit Sicherheit gut vorbereitet. Also es würde mich wundern, wenn diese Rechte ihr Ziel fände, ganz ohne Probleme. Ja, und diese Push-Kicks, diesen Front-Kick, den wir gerade gesehen haben, damit hat er schon gegen Pavel Jelasowski gut punkten können. Hat er einen zur Leber abgefeuert und ihn damit zu Boden geschickt. Also das Ding war im Prinzip sein Ticket zum Titel. Deswegen bringt er ihn ja wahrscheinlich auch in Serie. Also da muss der Italiener schon aufpassen. Alles, was funktioniert, ist erlaubt. Oh, schöne Linke jetzt auch getroffen hier von Engizek. Wie schön er die schlägt. Er geht rein und hat sofort die Linke geschlagen. Jetzt trifft er doch sehr, sehr häufig. Ich muss nur gucken, dass er hier nicht in den Konter reinläuft. Ansonsten sieht das hier schon sehr, sehr gut aus für den Düsseldorfer. Hier in den Schlagabtausch. Hammer eingeschlagen. Das war's, das war's, das war's. Und die Titelverteidigung ist geglückt. Und wir haben ein persönliches Ende hier für das Düsseldorfer Publikum. Hat zumindest einer der Lokalmatadoren hier abräumen können. Und wie? One Punch Knockout mit der Rechten. Bam, da war's vorbei. Unglaublich gemacht hier den Puncher. Mit der unglaublichen Power einfach umgehauen. So macht man das. Ja, Melio hat sich da noch kurz beschwert, aber vollkommen zu Unrecht, wie man hier sieht. Da kassiert er noch eine Linke hinterher. Ist da zwar dabei, wieder aufzustehen, aber hier liegt er schon wieder vollkommen ungeschützt auf dem Boden. Also das, wer mit dem Kopf nach unten auf dem Boden liegt und sich nicht dynamisch bewegt, der darf sich nicht beschweren. Da wäre nur noch viel mehr Strafe gekommen für den Italiener. Der wurde hier noch vor mehr Schaden bewahrt. Also insofern alles okay. Verdienter Champion nach wie vor. Kerim Engizek, sehr, sehr gute Arbeit. Also, ausnahmsweise jetzt mal keine Überraschung bei der Urteilsverkündung. Das wird relativ offensichtlich hier. Die Frage ist nur die offizielle Zeit. Wir hören mal darauf, wie lange es gedauert hat.
hier also das offizielle Urteil. Sieger nach 1:43 in Runde 1. And still welterweight champion of the GMC, Kerim Seyfuda Repton Aegite! Ja, was für ein Finish hier für das Publikum in Düsseldorf, der Lokalmatador, der amtierende Weltergewichts-Champion, verteidigt den Titel mit einem One-Punch-Knockout, wenn man so will, zumindest mit einem vorzeitigen, mit einem brachialen Sieg. Wie fühlst du dich hier, so ein Ding einzufahren vor heimischer Kulisse? Erstmal, danke, ich habe keine Stimme mehr, ich habe zu viel geschrien. Danke, dass ihr alle gekommen seid in meine Stadt, dass ich hier kämpfen durfte, dass ihr mal gesehen habt, was MMA ist. Danke an die Veranstalter, danke an meine Trainer, an meinen Coach, an meine Brüder. Danke an euch alle, dass ihr heute gekommen seid. Ja, Kerim, jetzt ist es so, du solltest deinen Titel ja eigentlich schon bei GMC 12 verteidigen im September, bist von einer Knieverletzung geplagt gewesen, konntest daher den Titel nicht aufs Spiel setzen. Damals ist Loik Radjabov kurzfristig eingesprungen, hat den Kampf auch gewonnen, ist inzwischen Interims-Champion im Weltergewicht. Wie geht's denn jetzt weiter? Sehen wir da die Titelvereinigung von euch beiden? Da müssen wir uns mal einigen mit meinem Management. Ich bin für jeden Kämpfer offen. Jeder weiß, ich scheue gar keinen Gegner. Er kann eine Bilanz von 20-0 haben, ich würde gegen ihn kämpfen. Das habe ich heute bewiesen, dass ich zu den Besten Europas gehört. Er war die Nummer 5 in Europa. Ich habe seinen Platz eingenommen. Also, ich denke, das ist doch ein deutliches Statement hier zum Schluss. Und ich denke, wir verabschieden uns hier nochmal von unserem Weltergewichts-Champion mit einem großen, mit einem tosenden Applaus.